Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem Kanal. Wir geben uns heute, Freunde, einfach auf die Fresse von Kollege San Diego und Farid Bang. Immer noch ein kleines bisschen Gänsehaut, bahnt sich immer noch ein bisschen an, wenn man einfach diese Namenskombination, dieses Trio erwähnt. Ich bin sehr gespannt und ich bin auch noch gespannt auf das ganze Album, was wir quasi noch vor uns haben. Ich freue mich drauf und wir werden, ich weiß noch nicht, ob wir alles uns anhören werden. Es ist noch ein Musikvideo, ist irgendwie noch rausgekommen, habe ich gesehen. Nach dem Album-Release jetzt sogar schon. Deswegen, mal gucken, dann werden wir das wahrscheinlich... Wahrscheinlich werden wir das schon gemacht haben, weil ich dann erst das Musikvideo hochgeladen haben werde. Und dann kommt jetzt irgendwann diese Reaction hier und dann werden wir sehen. Lasst euch überraschen. Lasst euch doch einfach überraschen. Vielleicht, wenn das Album geil ist, geben wir uns auch alles. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Aber jetzt erstmal einfach auf die Fresse. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben uns hier logischerweise nur die Spotify-Ansicht. Ja, Digga, das ist ja so ungewohnt. Ich weiß gar nicht, wann dieses Video kommt. Freut euch einfach drauf. Ihr werdet sehen, keine Ahnung, was heute für ein Tag ist. Ich schätze mal, wann wird denn das hochgeladen? Sonntag oder so wahrscheinlich. Sonntag? Wild guess. Wir werden sehen. Einfach auf die Fresse, ich freue mich drauf. Let's go. Wer kommt in deine Stadt? Der eiserne Thronkönig. Peitsche der Sturmböen, Kreische der Hurensöhne. Sie fragen, was hält... Junge, kreischende Hurensöhne. Einfach wie er es gesagt hat, weiß nicht. Das war einfach. Okay. Stadt, der eiserne Thronkönig, Peitsche der Sturmböen, Kreische der Hurensöhne. Sie fragen, Boss, was hältst du so von diesem Tee zum Low? Ich sag mal so, die Herkunft sagt schon alles, it's a hoe. Scheinbar feiern Kids heute jeden Hobby-Rapper, nehmt euch. Okay, Bro, es wird namentlich gedisst. Here we go, Bro. Was hältst du von diesem Tilo? Ich sag, der Name sagt es schon, die Herkunft sagt es schon, it's a hoe, okay. Hat man it's a hoe, also wer hier aus der Umgebung kommt, so, ich komme Umgebung, it's a hoe, Pinneberg und so, Digga, da kennt man das Wortspiel, it's a hoe, Digga, das kennt man so, hat er jetzt hier nicht erfunden, aber darum geht's auch gar nicht, aber trotzdem. Cooler Seitenhieb. Ich sag mal so, die Herkunft sagt schon alles, it's a hoe. Scheinbar feiern Kids heute jeden Hobby-Rapper. Nehmt euch besser, da kein Beispiel, werdet ehrenvolle Männer. Das sind Junkie-Penner. Und wenn die nächste Molly scheppert unterwegs mit solchen Tellern wie mein Steak-Restaurant-Kellner, ey, der Boss, mein Wort hat Gewicht. Während mein Butler in seinem Wortschatz nur ein Wort hat Gewicht. Du gehst drauf. Junge, ich find's immer noch cool, dass zum Beispiel mein Wort hat Gewicht ist so eine Zeile, die sich bei Kolle immer wieder, durchzieht. So, ein Vergleich, den er immer wieder bringt. Wort hat Gewicht. Während mein Butler in seinem Wortschatz nur ein Wort hat Gewicht, du gehst drauf, mein Nur ein Wort, wird mein Butler denn in seinem Wortschatz nur ein Wort hat Gewicht? Ich bin schon wieder zu dumm dafür, Mann, ich check doch sowas immer nicht. Mein Wortschatz nur ein Wort hat Gewicht, du gehst drauf, mein Kellner, ey, der Boss, mein Wort hat Gewicht. Während mein Butler in seinem Wortschatz nur ein Wort hat Gewicht, du gehst drauf, mein Dobermann. Nur ein Wort hat Gewicht, Junge. Ich check's leider nicht, sorry, Bro, ich bin zu dumm dafür. Ich bin einfach nicht gemacht, um solche simplen Sachen... Also, meint er einfach, dass er seinem Butler sagen kann, dass er seinem Butler ein Wort sagt und der Butler macht das dann, dieses eine Wort, von wegen, wisch auf und der Butler macht das dann. Nur ein Wort hat Gewicht. Wert mein Butler in seinem Wortschatz hat nur ein Wort Gewicht. Es ist wieder so simpel und ich rege mich über mich selbst auf. Und wenn die nächste Molly scheppert unterwegs mit solchen Tellern wie mein Steak-Restaurant-Kellner, ey, der Boss. Geht, unterwegs mit solchen Tellern wie mein Steak-Restaurant-Kellner, die check ich obviously. Wort hat Gewicht, während mein Butler in seinem Wortschatz nur ein Wort hat Gewicht, du gehst drauf. Ich weiß es leider nicht. Schreibt es in die Kommentare und fuckt euch gerne über mich ab. Ist erlaubt. Dobermann hat Mordsappetit, häng im Sportwagen, sitzt, verbrennt die Vorladungsschrift, fick den Richter, der kann meine Schuld nie klären. Geile, ich komm mit einer Menge geiler Beat. Welten wie Multiversen in der Schule, flog ich nicht nur in einem... Ich komm mit einer Menge Anwälten wie ein Multiversum, mit einer Menge an... Leertaste, Welten. Anwälten, geil. Ich komm mit einer Menge Anwälten wie Multiversen. In Geil. Der Schule flog ich nicht nur in einfach auf die Fresse. Denn wenn der Lehrer stresste, gab es einfach auf die Fresse. Immer heißt. Okay, in der Schule flog ich nicht nur in einfach auf die Fresse. Natürlich gekürzt so. In einem Fach wäre eigentlich richtig. Grammatikalisch korrekt. Auf die Fresse. Einfach auf die Fresse. Ist okay. Einfach auf die Fresse. Denn wenn der Lehrer stresste, gab es einfach auf die Fresse. Immer heißt out, denn das kühlt den Kreislauf. Keine weiße Weste, aber weiß ist in der Weste. Boah, ich mag diesen Beat. Das ist so ein leicht mittelalterlicher Ukulelen-Beat. Ukulele wahrscheinlich, Digga. Wie hieß denn das? So eine Harfe gefühlt, Digga.
das ist ein gezupfter Beat, gefällt mir. Für den Kreislauf keine weiße Weste, aber weiß es in der Weste. Wie willst du den Beat haben? Einfach auf die Fresse. Boah. Und wie rappst du drauf? Ja, einfach auf die. Okay, das ist geil, Mann. Dieses sehr hohe von Signing, dieses sehr erotische auch. Wie willst du den Beat haben? Einfach auf die Fresse. Einfach auf die Fresse. Okay, das fand ich cool. Das fand ich ein guter Switch zu Sunny. Wie willst du den Beat haben? Einfach auf die Fresse. Und wie rappst du drauf? Ja, einfach auf die Fresse. Ich heb ein paar Lines auf, nahm sie mit nem Mic auf. Dann war ich der Beste und die Neider wollten testen. Was hast du gemacht? Bruder, einfach auf die Fresse. Boah, jetzt noch Farid. Einfach auf die Fresse. Okay. Ich bin oh. Vom Bugatti Chiron unterm Louis Vuitton. Das wird ein neuer Cold Case wie mein Uhrentresor. Dalton Brothers guckt. Cold Case wie mein Uhrentresor, eigentlich auch nice. Cold Case wie mein Uhrentresor. Dalton Brothers, guck, wir kommen zu viert, ruf deine Hintermänner. Und dein Squad geht auf die Knie wie im Fitnesscenter. Okay, Dalton Brothers, wir kommen zu viert. Aber wo ist denn der vierte hier im Bunde? Ich sehe doch nur Kolle Farid Sunny. Aber Dalton Brothers, coole Anlehnung, das sind die Gangster aus Lucky Luke. Und dein Squad geht auf die Knie wie im Fitnesscenter. Mafia G's wie Napoli, Brabus, Jeep, Bellagio, Sweet. Ich werd wegen Narcos-Deals abgehört wie eine Sprachnotiz. Strafjustiz auf Tatmotiv, Ladungsbeat in der Prada Jeans. Most Wanted Alpha Banger, BBM. BBL, ihr Arsch ist. Okay, das war cool. Most Wanted Alpha BBM, Fahndungsteam. Alpha Banger, BBM, Fahndungsteam. Das war nice. Bis jetzt aber der Part von Sunny noch nicht so. So Highlight geprägt wie der von Kolle, würde ich sagen. Most Wanted Alpha Banger BBM. BBL, ihr Arsch ist sowas heißt wie Balenciaga. Sie will mich auschecken, wie ich aus dem W Baba. Sie fragt mich. Balenciaga, W Baba, Balenciaga. Ich mag das gerne, wenn Sunny ab und zu so Worte anders betont oder so. Balenciaga. Balenciaga, sie will mich auschecken, wie ich aus dem W Wasser. Sie fragt mich, kennst du Deutschrapper? Ich sag, ich kennst du Deutschrapper. Rollen im Phantom, wie bei Andrew Lloyd Webber. Kolle ist und bleibt für immer Lyricist Killer. Das waren doch nur paar Doppelschöpfungen wie Zwillingsgeschwister. Immer heißt out, denn das kühlt den Kreislauf. Ah, okay. Der Part von Sunny war okay, würde ich sagen. Also Kolles Part hat mir mehr gefallen. Am Ende, also es fühlt sich ein bisschen weird an, dass Kolle darauf selber nur einmal minimal Bezug genommen hat, auf diese, jetzt wie Sunny gesagt hat, Doppelschöpfungen. Aber dann jetzt irgendwie von Sunny so Backup bekommt dann noch. Also der Doppelschöpfung-Vergleich war cool, Doppelschöpfungen wie Zwillingskinder. Aber es waren ja obviously keine Doppelschöpfungen. Aber es war auch so ein bisschen von Sunny so auf die Schippe genommen, so, ach komm, das waren doch nur ein paar Doppelschöpfungen. Ja, also hier sind Line für Line kopiert worden. Das war doch, komm, das waren ein paar Doppelschöpfungen und damit belassen wir es. Das war eher auf diese Schiene gedacht, glaube ich. Ja, war okay, ey, aber trotzdem, die Dynamik ist cool von denen. Ich bin sehr gespannt auf Farids Part jetzt. Ich mag aber die Atmosphäre von dem Track, weil man merkt irgendwie, die haben auf jeden Fall Bock und es ist schon ein cooles Feeling dabei. Auch wenn der Part von Sunny jetzt vielleicht nicht 20 aus 10 war. Keine weiße Weste, aber weiß es in der Weste. Wie willst du den Beat haben? Einfach auf die Fresse. Und wie rappst du drauf? Ja, einfach auf die Fresse. Ich schrieb ein paar Lines auf, nahm sie mit einem Mic auf, zack, war ich dann. Boah, geil, jetzt hat Sunny den Part, den Kolle eben hatte in der Hose. Und die Neider wollten testen. Was hast du gemacht, Bruder? Einfach auf die Fresse. Boah, geil. Einfach auf die Fresse. Okay. Einfach auf die Fresse. Farid. Du weißt, dass du mein Face nicht auf einem Tinder-Profil, sondern vielmehr auf der Seite von Interpol siehst. Necropolis, meine Attitude. Rapper werden hochgenommen wie Alley-Oops. Ich hab Rap im Blut und Testosteron. Farid kommt unnormal gut auf diesen Beat. Zahlen lügen nicht, Playlisten schon. Rapper rappen, doch verdienen kein Geld ab. Auch strong. Zahlen lügen nicht, Playlisten schon. Wobei man sagen muss, im Deutschrap-Segment lügen Zahlen eigentlich schon, actually. Also actually lügen Zahlen schon sehr doll. Lüge nicht, Playlisten schon. Rapper rappen, doch verdienen kein Geld dabei. Und bringen Softdrinks raus, als würden sie Kellner sein. Ihr verkauft. Und bringen Softdrinks raus, als würden sie Kellner sein. Geile Zeile, Mann, geile Zeile. Ich trinke leider gerade kein Dirty. Normalerweise, ich trinke oft Dirty. Diese Dirty Zero Zitrone, Junge, ist geil. Change my mind. Change my mind. Dirty Zero Zitrone ist geil. Dirty Normal Blueberry ist geil. Brattee Wassermelone ist geil. Loco Juice sind alle geil. Also, ich will die gar nicht verteidigen, so. Ich check die Zeile voll. Und es ist eine gute Zeile. Aber ich meine nur weil es von einem Influencer, Rapper stammt, muss es nicht bad sein. So, natürlich gibt es auch Sachen, die scheiße sind. Dirty Extra Bubblegum fühle ich nicht. Dirty Normal Bubblegum fühle ich auch gar nicht. Digga, viel zu süß. Schmeckt nach Krebs, finde ich. Was ist noch? Ass. Ich mag die Granatapfelsorte von Brati zum Beispiel gar nicht. Aber ich mag halt keinen Granatapfel. So, wisst ihr, also, Digga, das ist so, dass ich sage, ja, ich mag hier Kirschsaft nicht.
von Pfanner, aber ich mag halt auch keine Kirschen, so, surprise. Deswegen, ey, die meisten Sachen sind actually ganz gut, weil die halt immer noch von Getränkeherstellern hergestellt werden, logischerweise, ja. Und da halt einfach der Name vom Rapper da draufsteht. So easy ist es. Ihnen kein Geld dabei und bringen Softdrinks raus, als würden sie Kellner sein. Ihr verkauft keine Box, neuer Merch ist Schrott. Deutscher Rap ist Balkan-Melodie und Türkenpop. Tilo, ich frag... Tilo kriegt noch einen zweiten ab. Ich wollte aber ganz kurz sagen, ganz kurz nochmal bei Farid reinhören. Neuer Merch ist Schrott. Deutscher Rap ist Balkan-Melodie und Türkenpop. Deutscher Rap ist Balkan-Melodie und Türkenpop. Daran denke ich, da denke ich direkt an das Lied von Farid mit French Montana und dieser, ich glaube, albanischen Legende. Korrigiert mir das halt für dieses. Dieses Ding, wisst ihr? Ja, aber er hat schon recht, Digga. Er meint so diese. Digga, wie heißen die denn auch alle? Diese TikToker da, die auf einmal diese Musik machen. Jamo und dieser andere. Ich glaube, die und diese Richtung wird so viel. Viel angegriffen gerade. Jetzt bin ich gespannt. Es geht wieder ans Eingemachte, wie bei Erbsen Eintopf. Ich frage mich, wer so eine Scheiße hört und blick nicht durch wie bei den Scheiben im Polizeiverhör, ohne einen Vers zu kennen. Weiß ich, du bist Dreck, du siehst die Straße in mir, als sei ich Google Maps. Ich überfiel den Young Huren später am Abend, doch trotzdem werde ich niemals deine Datejust tragen. Ja, boah, okay, Young Huren und Tilo wurden namentlich gedisst. Es macht ein bisschen Bock auf JBG-Stuff, es macht ein bisschen Bock auf Boss-Aura-Stuff. Wer weiß, was kommt, wer weiß, was uns das Universum geben wird, ja. Aber man hat auf jeden Fall Potenzial gerochen, ja. Man hat Potenzial gerochen und ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird. Im Kreislauf keine weiße Weste, aber weiß ist in der Weste. Wie willst du den Beat haben? Einfach auf die Fresse. Und wie rappst du drauf? Ja, einfach auf die Fresse. Ich schrieb ein paar Lines auf, nahm sie mit einem Mic auf. Zack, war ich der Beste und die Neider wollten testen. Was hast du gemacht, Bruder? Einfach auf die Fresse. Einfach auf die Fresse. Einfach auf die Fresse. Nice. Ey, aber all in all, not bad. Ich hätte mir vielleicht minimal mehr erwartet. Ich sag's, wie es ist. Ich hätte mir minimal mehr erwartet. Es fühlt sich aber ein bisschen so an wie eine Ansage, wie so ein Vorgeschmack, wie so ein Appetizer, so ein bisschen. Okay, ich weiß ungefähr, in welche Richtung es geht so. Aber ich hätte mir echt noch ein bisschen mehr einfach auf die Fresse gewünscht, auch eventuell. Aber es ist so ein Appetizer gewesen, glaube ich. So ein bisschen hier, schnupper mal da, schnupper mal hier. All in all bin ich sehr zufrieden mit dem Album bis jetzt. Und ja, dann werden wir sehen, was wir uns auch alles geben vom Album. Habt auf jeden Fall einen wunderbaren Tag. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr den Track findet. Und dann sehen wir uns. Und ciao.